Block 2 angekommen. Eine Woche noch, eine Trainingswoche. Heute ist Dienstag, Sonntag geht's zurück und bei mir stehen jetzt 5 Tage ohne Entlastungstag an. Heute so ein Reinkommentag, jetzt erstmal 15 Minuten Morning Run. Wieder reinstarten nach dem Ruhetag und dann morgen geht's wieder richtig ab, Johann. Freust du dich schon drauf? Da darfst du wieder richtig Intervalle ballern. Nee, da bist du noch da. Ich habe meinen Flug vorverlegt. Ich habe extra die Intervalle so gelegt, dass das dein letzter Trainingstag ist. Freust du dich? Ja? Aber ich hoffe, du freust dich, Nick, dass ich dich platt mache. Das ist nämlich die Abrechnung, die kommt morgen und das werdet ihr sehen im Vlog. Während Johann noch seine Schuhe sucht, wissen wir alle schon mal, morgen, dann muss ich heute ein paar Körner sparen. Morgen will er mich platt machen. We will see. Ey, geile Käppi, wo hast du die her? Pushing? Limits, aber das nur bei Intervallen macht man das. Okay. Heute ist ja nur locker. Ja, die gibt es noch im Sonderangebot. Extra 50% auf der Seite bei Pushing Limits. Guck mal rein. Sonst kaufe ich sie alle weg. Da sind wir. Morning Run. Hier wird schon wieder attackiert. Immer wenn ich... Johann ist ein Kamerasportler geworden. Wenn ich die Kamera anschalte, gibt es eine Attacke. So, wir wollten Sunrise Run machen. Sunrise Run, so heißt. Und da hinten... Durch die Wolken blitzt es so ein bisschen durch. Also, wenn wir ganz viel Glück haben, dann wird es noch was. Da sind wir am Meer. Glaubst du, die Sonne kommt noch? Doch, da nicht. Zu blind. Lass er doch. Johann, wollen wir wieder? Hier? Hier Kraftgeräte? Radfahren, ist ja super. Oh, hier müssen wir aufpassen. Nicht schneller als 10 km/h. Na, das passiert ja selten. Du Sack. Will ich mal, zeigen, was passiert. Achtung, die Polizei! Wo ist jetzt deine Polizei? Abgehängt habe ich dich. Die kommt noch. So. Kurze Pause hier. Johann muss noch, kurz das wegbringen. Aber keine Angst, während Johann kurz auf Klo ist, trainiere ich einfach noch weiter. Oh, jetzt geht's ja auf den Kenianer-Track. Und er schert aus und attackiert. Johann wird immer kleiner. Wir sehen uns beim Frühstück. Ready? Set. For strides. Ja. Okay, nach dem Lauf noch ein paar Strides und ich glaube, 4 oder 5 mal 100 müssen wir noch. Hast du nicht auf den Trainingsplan geschaut? Ich vergesse. Coach Görke, das ist ein Athlet, ey, was du da hast. Fuck! Ja, wir machen einfach, Du machst einfach mal 10. Immer passt doppelt. Schon. Wird schon passen. Du musst normal das Doppelte machen. Kann der Schwimmcoach übernehmen? Mit dem Trainingsplan? Ja, der Schwimmcoach sagt dir jetzt Laufübungen an. So, Run done, speichern. Genau 10 Kilometer. Die Zeit habe ich gerade gesehen, 48, 39. Es war ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, es gibt kein Straftraining vom Coach. Gucken. Okay, ab zum Frühstück. So, hoch, was denn da passiert? Nach dem Laufen gestern wurde, glaube ich, gar nichts mehr gefilmt. Wir waren noch schwimmen. Da hat Johann was anderes zu tun mit Schwimmanalysen. Hat keine Kamera drauf gehalten. Dann waren wir Radfahren, da hatte ich die GoPro mit. Aber es war gestern so windig, dass wir verkrampft die Basebars festgehalten haben und auch nichts filmen konnten. Und jetzt? Ich packe gerade hier das Handtuch wieder ein und es geht schwimmen. Heute steht wieder ein harter Tag an. Erst schwimmen, dann 6x4 plus 2x10 Minuten. Ne, 6x4 Minuten VO2, einmal 10 Minuten Sweet Spot auf dem Rad und dann nochmal Laufintervalle. Dazu dann später mehr. Aber erstmal jetzt, wir sind schon ein bisschen spät dran. Gerade 2 Kaffee reingedonnert. Jetzt ab ins Schwimmbad und danach frühstücken. Und dann geht's aufs Rad und wahrscheinlich sehen wir uns kurz vorm Radfahren wieder. Also, los geht's. Schwimmen! Here we are. Schnelle Brille, schnelles Trikot. Heißt wieder Intervalltag. Heute 6x4 Minuten VO2 Max und einmal 10 Minuten Sweetspot hinten dran. Und
Johann hat Bock und er hat mir heute gesagt, heute bin ich dran, heute macht er mich fertig. Ich schweige lieber vorher. Da sind wir auf dem Rad, eine Runde locker einfahren und dann geht es wieder ab. Die Beine sind ganz schön schwer, also mal schauen, was das heute wird. Hey, heute wieder sehr windig, also ich hoffe, man hört mich jetzt. Das heißt, wir haben die Intervalle gar nicht gefilmt. Intervallkönig Johnny hat wie alles wie immer durchgezogen. Einen hat er ausgelassen. Aber ich würde sagen, Leute, das ist ein Comeback. Zurück vom Radfahren. Ja. Mir schwindelig. Lass mal hinsetzen. Ja. Das ist ja hier Begaffung hier. Das ist ja wie so ein Unfall. Ja, das war hart. Ready fürs Laufen gleich? Ja, erstmal glaube ich ganz viel Cola rein, Haribos, alles was geht. Ich bin ziemlich geschafft. Nick hat mich in der Luft zerstört, zerrissen. 6x4 Minuten. Endlich, ey. Nach all den Jahren, wo er mich gedemütigt hat, kann ich ihm das Trainingslager heimzahlen. Schon die zweite Intervallsession, wo ich endlich mal Johann wehtun durfte, nachdem er mir, keine Ahnung, wie viele Jahre? 10? Eine Dekade in jeder Session, wo ich mitfahren musste, wehgetan hat. Genugtuung, Leute! Guck mal, die Ente kackt am Ende. Die Ente kackt am Ende. Eine Chance habe ich noch. Eine Chance beim Laufen hat er noch. Wir gehen jetzt duschen und dann gibt es erstmal, wie Johann gesagt hat, Baguette, Schokolade, Fanta, Mittagsschlaf. Alles, was geht für die Recovery und dann geht es nochmal Intervalle laufen. Geil, Nils. Geiler Tag. Ich trinke erstmal ein Bier. Du trinkst ein Bier? Ja, das ist gut. Das ertränkt den Schmerz. Dann merke ich das nicht mehr so. Oh, bin geschwindig. Alles bitzelt. So muss das. Okidoki, hier wird sich ready gemacht fürs Laufen. Johann, bist du bereit in der Walle? Oh nein, das ist schon wieder nackt. Ja. Nick, geh mal weg. Da muss ich mich mal anziehen hier. Ich setze mich nochmal. Ah. Also, was steht an heute? Und zwar die ersten längeren Intervalle für mich, direkt nach den 6x4 EB auf dem Rad mit einmal 15 Minuten Sweet Spot, kommen jetzt 4x 500 Meter, 500 Meter, 1 Kilometer. Zwischen den 500 Meter haben wir 200 Meter locker Trab und nach dem Kilometer 400 locker Trab. Und das Ganze, wie gesagt, 4x. Das rafft eh keiner. Das rafft eh keiner, ruft Johann gerade. Ich hoffe, wir raffen es. Pace soll bei den 500ern so um die 3,30 sein und bei den 1000ern um die 3,40. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so ausgeht. Sollte eigentlich zu schaffen sein, aber die Intervalle auf dem Rad waren schon ziemlich hart und die Beine sind schon ziemlich platt, also gucken wir mal. Aber ich habe ja Johann dabei, der paced mich dann. Ne? Also 3,5 Minuten schaffe ich noch auf 500 Meter. Was? 3,5 Minuten schaffe ich noch auf 500 Meter. Und das kriege ich noch hin. Und zeig den Leuten nicht, was du immer trinkst hier den ganzen Tag. Bier. Ja. Also Johann verpflegt sich eigentlich nur vom Bier. Also das habe ich gelernt hier. Profi-Ernährung, Bier und Haribo. So hast du das früher mal gemacht? Ich bin Amateur. Ach so, du hast umgestellt. Ich bin umgestellt. Früher gesund. Du hast jetzt, nachdem du deine Profikarriere beendet hast, du Ernährungsumstellung gemacht. Ich wollte selbst zum Gummibärchen werden. Also ihr seht, wenn Profis die Ernährung umstellen, dann ist von gesund auf Bier und Haribo. Gut. Und schauen wir mal, wie weit Bier und Haribo dich tragen. Ich sag mal so, Fahrrad hat immer gesagt, alles rein. Wenn du richtig hart arbeitest, dann musst du auch wieder Ernährung, musst du die Energie auch wieder zuführen können, ne? Deshalb alles rein, was nicht nie so nagelfest ist. We'll be right back.
so, hochroter Kopf, wie ihr seht. Die Session haben wir geschafft. Die 500er waren immer auf 3,20 sowas, oder Johann? Genau. 3,20, 3,19 und die Kilometerintervalle auf 3,30 bis 3,27. Also ein bisschen schneller sogar als gedacht ging es noch. War richtig geil. Wir sind auf so einer leicht welligen Strecke gelaufen, hoch und runter. Und Johann hat mich wieder überrascht. Er hat mich schön nochmal gepusht. Hat den letzten nochmal Gas gegeben. Hat mich auf den letzten 300 Meter stehen lassen. Oh, somit habe ich das Radfahren gewonnen. Und Johann das Laufen, wenn man es als Wettkampf sehen will heute. Jetzt laden wir mal hier Garmin alles schnell hoch und dann wie immer alle Sachen auch bei mir auf dem Strava-Profil öffentlich. Wer sich da genau für die Zahlen, Daten, Fakten interessiert, so heißt. Boah, ich kann schon nicht mehr klar denken. Das war ein harter Trainingstag. Jetzt irgendwie in die Dusche setzen, mit Wasser berieseln lassen und dann zum Essen schleppen und dann wahrscheinlich direkt ins Bett. Mehr geht heute nicht mehr. Ich frage Johann mal, was er so denkt. Jeder, der auf meinem Instagram-Profil war, weiß, wie es aussieht bei mir jetzt gerade. Ich bin tot. Aber hast du gepostet? Hatte ich doch vorhin. Die Regeneration Insta versus Reality. Ja, aber auf jeden Fall. Laufen kann er noch. Ein schönes Trainingslager, eine knappe Woche hier durchgezogen und ja. So nach 2 Jahren mit wenig Training kriegt man dann die Quittung, aber zumindest komme ich morgen wieder lebend in Köln an. So ist es nämlich. Johanns letzter Trainingstag verlässt mich heute, leider. Und ich muss die letzten, 4 Tage noch alleine durchziehen. Ich bin ein bisschen traurig, Johann. Ja, soll ich jetzt sagen? Willst du dich verlängern? Ich kann nicht. Draußen warten die vielen Leute und wollen von mir im Schwimm gecoacht werden in München. Ansonsten, oh, stimmt. Ansonsten würde ich bleiben. Schwimmen Sie mal in München. Was ist das Nächste? Ja. Jetzt kannst du schnell Werbung machen. Ganz unverblümt. Das München-Seminar ist eh schon voll. Ja, das ist ja auch schon am Wochenende. Was genau. Ist das Nächste? Düsseldorf, nächste Woche. Und dann? Ist auch schon voll. Dann Plattfuß, auch schon voll. Ja. Okay. Johann braucht für seine Schwimmseminare keine Werbung. Die sind eh alle schon ausgebucht. Also, aber guck trotzdem rein. Ja, guck trotzdem rein in die Schwimmseminare, aber er braucht keine Werbung, weil es eh ausgebucht. Bald kommen neue, okay. So, jetzt aber wirklich Peace out, bis morgen. Guten Morgen, so, da sind wir schon wieder. Ich muss zum Schwimmen und Johann, aka der beste Trainingsbuddy der Welt, der packt und muss nach Hause heute. Verlässt mich. Johann, warum verlässt du mich? Manche Leute müssen arbeiten, Nick. Oh. Danke, Johnny Boy. Bam. Guten Flug. Bis nächste Woche. Geht's weiter. Johann ist weg. Das heißt natürlich trotzdem Training für mich. Nach dem Schwimmen gab es ein Frühstück und jetzt geht's los zum Long Run. Ich lasse die GoPro heute mal hier, weil zum Long Run die ganze Zeit mitschleppen, 1,45. Das wird dann bestimmt irgendwann nervig. Das heißt, ich breche jetzt auf, habe mir ein Gel eingesteckt. 1,45, einfach locker weglaufen. Nach gestern natürlich schon ein bisschen müde oder sehr müde. Also mal schauen, was die Beine noch so hergeben. Und Wetter passt, Sonne ist draußen. Oh, guten Morgen, Leute. Gestern nach dem Long Run ist nicht mehr viel passiert. Was heißt nicht mehr viel passiert? Ist doch noch was passiert. Wir waren noch Radfahren, ich und Caro mit James Mitchell. Der hat ein paar Fotos von uns gemacht. Da kann ich hier mal irgendwie an die Seite noch einen kleinen Clip von einblenden. Und jetzt gibt's Kaffee, bevor ich dann jetzt gleich schnell runtergehe zum Buffet frühstücken und dann ist heute Epic Day, also nicht nur das Wetter sieht so aus, als wenn es epic wird, also wir haben kaum Wind heute, super geil und dann mache ich mich auf, 5 Stunden Radfahrt steht an und danach noch eine Mobility und Stabi Session, das war's für heute, mehr steht gar nicht drauf auf dem Plan, also wenig Inhalt, aber viel Stunden und deswegen gehe ich jetzt runter und load erstmal richtig alles, was ich kann, unten beim Frühstücksbuffet. Gut gestärkt gehe ich jetzt langsam die Treppen hoch hier. Nicht so viel Energie verschleudern wieder. Und dann geht's ab aufs Rad. 5 Stunden, wuhu, richtig geil.
Bestes Wetter, ich habe richtig Bock, Motivation ist da und kann losgehen. Ah, und wieder retour alles. Wollte Wasser holen, weil mein Wasser alle ist und das habe ich natürlich vergessen. Wer es nicht im Hirn hat, muss es in den Beinen haben. So, gleiche Stelle, neuer Versuch. Diesmal mit Wasser. Oh, schwer. Also, jetzt kann ich die Flaschen auffüllen für die lange Runde. Und dann kann es endlich losgehen. Okay, here we go. Umgezogen, noch die Radschuhe zumachen hier. Und dann ist Long Ride Time. Daniel fährt erst noch mit von der Triathlon-Schule und begleitet mich zweieinhalb Stündchen. Und dann bin ich auf mich alleine gestellt. Auch mal ganz geil, einfach für mich jetzt eine Runde zu fahren. Beine sind eh tot und platt, dann kann ich schön mein Tempo machen, Pause machen, wenn ich Bock habe. Und ja, so far, übrigens noch keine Kaffeepause. Mal schauen, ob ich das heute ändere. Wir haben immer nur gehalten an Tankstellen oder Supermärkten, schnell aufgefüllt. Mal gucken, ob es heute oder morgen den ersten Coffee-Stop des Trainingslagers gibt oder ob es gar keinen gibt, wie bei Bocky. Das wird sich, wäre ein krasser Kontrast zu Dezember, schauen wir mal. Und ja, ich denke, ich werde die Ironman-Runde in Angriff nehmen und mal schauen, wie weit ich komme. Da ist mir doch glatt die GoPro aus dem Mund gefallen. Ein paar Macken hat sie, aber scheint noch zu laufen und zu funktionieren. Und hier ist einfach geil. Kurzer Refill-Stop. Snickers habe ich schon auf. Wasser ist schon wieder da im Rad. Alles aufgefüllt, alle Flaschen sind wieder voll. Den Rest haue ich mir jetzt noch rein. Und natürlich noch schnell eine Coke. Und dann geht's weiter hier. 2,5 Stunden sind im Kasten. Beine fühlen sich geil an. Wetter ist geil. Alles ist geil. Super geil. Next up, Fire Mountains. Da oben muss ich hoch, man sieht es wahrscheinlich kaum. Mit der GoPro hier. Die geilste Straße, lang geradeaus, leicht hügelig hoch und runter. Einfach fett. So, das Santa liegt hinter mir. Ich bin jetzt in Sceaux und dann auf dem Weg nach Famara. 3 Stunden 14 auf der Uhr, 91 Kilometer und still feeling great. Also mal schauen, vielleicht fahre ich heute auch länger als 5 Stunden. Gucken wir mal. Ich habe 4,5 Stunden. Wenn ich jetzt runterfahre nach Hause 5, aber jetzt habe ich ja fast die Ironman-Runde voll. Das heißt, ich hänge einfach noch was dran. Das Wetter ist geil, die Beine sind geil. Heute machen wir mal einen Epic Day. Schöner Long Ride und schaut euch das an. Das sieht doch einfach geil aus. Huch, wie bin ich denn hier hingekommen? Das ist einfach die geilste Stelle der Insel hier. Das muss ich nochmal mitnehmen heute. 4 Stunden 56 stehen auf der Uhr. Und ja, mal gucken, mit wie vielen Stunden wir nach Hause kommen heute. Here we are, ich habe es geschafft, fast 180 Kilometer, 178 Kilometer, 6 Stunden 15 und Beine sind geil. Das war ein richtig, richtig fetter, geiler Tag. Kann ich öfter haben. Ah, nach dem Long Ride gestern gab es heute Morning Run. Ich bin mit Caro gelaufen und das erste Mal ein richtig geiler Sonnenaufgang, keine Wolke am Himmel und was habe ich vergessen? Richtig die GoPro zu laden. Das Ding schön leer und es hätten so schöne Bilder werden können, aber tja, so ist es. Ich habe es verkackt. Jetzt waren 47 Minuten, 46 Minuten. Ganz easy weg, einfach nochmal so ein bisschen traben. Jetzt geht's wie immer morgens zum Frühstück. Dann heute, letzter Trainingstag, stehen noch an. 2 Stunden auf dem Rad und 1 Stunde schwimmen und dann ist das Trainingslager erledigt. Boah, ich muss mal die Seite wechseln.
kann schon nicht mehr, die Arme tun schon weh. Dann sind 10 Tage Trainingslager schon wieder um. Der Block ist beendet, ich habe es geschafft und dann geht es wieder ab nach Hause. Und ich hoffe, da wird das Wetter dann auch so ein bisschen besser. Hoffentlich. Das war's hier im Trainingslager. Radkoffer, Koffer, alles gepackt. Kamera geht da hinten noch in den Rucksack gleich rein. Mega erfolgreiche 10 Tage, richtig, richtig geil trainiert und ja, Wetter auf den Kanaren immer noch perfekt. Ich muss leider zurück nach Deutschland, aber trotzdem, Motivationslevel ist richtig, richtig hoch. Alles das, was ich wollte, hat es gebracht, das Trainingslager. Also einmal einen richtig guten 10-Tage-Block gesetzt mit richtig guten qualitativen Training, also viel Intensität auch, viel Umfang, viel auf dem Rad. Plus die Motivation ist wieder durch die Decke gegangen. Also ich habe auch richtig Bock aufs Training zu Hause. Und ja, ich packe jetzt alles schnell ein, dann geht's in den Flieger zurück nach Deutschland und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wenn euch das Ganze gefällt, natürlich Kanal abonnieren, oben die Glocke drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wann das nächste Video kommt. Und natürlich, natürlich haut eure Wünsche wie immer unten in die Kommentare, was ihr noch von Bocky und mir sehen wollt. Bis dann. Peace out. Ciao.